Donnerstagmorgen und heute steht die Sendung voll im Zeichen der Frau, denn wir wollen sie heute ein bisschen schöner machen. Wir? Nein, Carmen Meyer möchte das tun. Sie ist Maskenbildnerin, sie ist Stylistin, sie hat wirklich sehr viel mit dem Thema Schönheit und Beauty zu tun, auch hier bei uns bei Astro TV. Hat Anke auch noch mitgebracht. Anhand von Anke werden wir feststellen, wie leicht es ist, dass wir Frauen ja nicht nur besser aussehen, sondern auch wirklich zu mehr Selbstwertgefühl gelangen können. Das wird sie heute an diesem Donnerstag erwarten, aber das ist wie immer natürlich nicht alles. Sabine Lorenz, die hatte gestern recht holprigen Start, würde ich mal sagen. Wenn es um ihren Shop geht, glücklich leben, hat sie aber nicht unglücklich gemacht. Gleich wird sie natürlich auch wieder da sein mit ihren schönen Produkten. Und ja, was sie alles so mitgebracht hat, darüber werden wir uns natürlich auch gleich unterhalten. Und was gestern so ein bisschen schief gelaufen ist, das wird sie uns auch, glaube ich, gleich noch erzählen. Jessica Schweinsberg-Klare wird auch gleich hier bei uns im Studio sein. Und ich freue mich, dass wir heute wieder ein sehr schönes Produkt anbieten können. Unser Produkttipp des Tages, der kommt von niemand anderem als von Theodora Contudimo. Und es geht um den Haussegen. Und ich glaube, man kann schon erahnen, was dieses Produkt ja in die richtige Richtung wieder führen soll. Denn der Haussegen, der kann manchmal ein bisschen schief hängen. Aber mit dem Produkt des Tages, da können Sie den Ausgleich wiederherstellen. Denn es geht um einen schönen Anhänger, den Sie zu Hause befestigen können. Und nicht nur, dass Ihr Haus dann geschützt ist, sondern ja, vielleicht auch das Familienglück ist wieder leichter hergestellt. Diesen Produkttipp, den können Sie, wie gesagt, heute bis 11 Uhr unter der gebührenfreien Telefonnummer wie immer bestellen. Sie wissen ja, Talismänner tun immer gut. Und wenn es der Kopf ist, der eben auch noch mitspielt und der einem ein gutes Gefühl gibt, dann ist dieser Produkttipp heute wieder genau der richtige. Jetzt gehe ich auch rüber zu Carmen, die ich natürlich auch schon länger kenne. Denn Carmen macht auch uns Astro TV gesehen. Immer mal ein bisschen schöner, als wir in Natura sind. Wobei ja auch euch natürlich jobmäßig dieses Jahr sehr, sehr hart getroffen habt. Ne? Also viele, viele Jobs, die wahrscheinlich auch nicht zustande gekommen sind. Abstand halten und so weiter und so fort. Im Grunde alle außer Astro TV. Astro TV war tatsächlich der einzige Sender, wo man noch arbeiten konnte, aber wir waren da nicht die Make-up-Artist, wir waren da die Make-up-Instructor. Ja. Aus der Ferne mit der Maske konnten wir dann sagen, okay, jetzt machst du mal die Augen da ein bisschen weiter rechts und jetzt machst du den Bogen und so weiter. Also wir haben erklärt aus der Ferne, wie sie sich zu schminken haben. Genau, aber ich mache das ja immer so ein bisschen stolz für unser Unternehmen, ja, dass man einfach sagt, wir haben euch nicht hängen gelassen, ja, sondern absolut, wir haben einfach wirklich auch gesagt, nein, ihr seid gebucht, ihr seid ja auch wichtig für unser, für unser Unternehmen, für die Stimmung. Und da geht es eben auch darum, dass natürlich auch für die Hygiene gesorgt werden musste. Das heißt, ihr hattet natürlich auch einiges zu tun, A, mit den Anleitungen, aber B, wart ihr natürlich auch darauf bedacht, dass wir alle wieder saubere Pinsel bekommen haben. Definitiv, also das sind Infektion war Hauptbeschäftigung derzeit. Aber du hast natürlich auch gesagt, einige andere Jobs sind natürlich auf der Strecke geblieben, sodass man auch gezwungenermaßen ein bisschen Zeit hatte, über Beauty, über Schönheit, über Wichtigkeit vor allem im Leben nachzudenken. Absolut, absolut, ja. Und diese Wichtigkeit, die habe ich ja schon immer in mir getragen. Also immer schon war das mir ein Anliegen, Frauen irgendwie in ihre Schönheit zu führen, also ihnen bewusst zu machen, wie schön sie wirklich sind. Und so viele wissen das nicht oder spüren das nicht oder erlauben sich das nicht. Jetzt gibt es natürlich auch die andere Seite, die sagt, Frauen, zeigt euch natürlich, denn das hat was mit Eigenliebe zu tun. Wir müssen nicht in den Farbtopf greifen und uns irgendwie verstellen, sondern wir dürfen auch unsere Natürlichkeit nach außen tragen und auch das stärkt unsere Eigenliebe. Ist gewisserweise auch was dran. Ich bin auch nicht dauergeschminkt. Ich denke mal, wichtig ist einfach die Haltung zu sich selbst dabei. Wenn ich mit mir im Reinen bin, dann kann ich sowohl geschminkt als auch ungeschminkt gehen. Und für mich ist Make-up eine Art von Selbstwertschätzung auch. Wenn ich mich morgens vor den Spiegel stelle und mir so ein bisschen Farbe ins Gesicht mache, dann macht es auch was mit mir. Dann
bin ich da für den Tag. Dann, wir haben ja ein paar Frauen im Studio. Ja. Jessica Schondani, die ist noch nicht da, die wird gleich aber bei uns. Sag doch, die ist da. Komm schon mal rein und setz dich hin, dann kann ich dich nämlich auch gleich dazu befragen. Ne? Fangen wir aber erstmal mit Sabine Lorenz an. Denn auch Sabine ist ja jemand, die vor der Kamera steht, die natürlich auch... Lauf, Jessica, lauf durch. Genau. Weiß man doch, dass du bei uns bist. Nein, setz dich da gemütlich auf den Sessel. Weißt du, darfst dich heute, nein, nicht auf den, auf den anderen. Ja, genau, wunderbar. Sabine, wie sieht das denn bei dir aus? Also hat Make-up schon auch bei dir etwas mit Selbstwertgefühl zu tun? Ja, absolut. Und das liegt aber bei mir auch daran, ich muss gestehen, ich habe ganz viele Narben auch und Pigmentstörungen, weil ich ja so ein dunkler Typ bin. Und für mich ist Make-up eine Chance, einfach auch um Narben abzudecken oder Pigmentstörungen abzudecken. Und das heißt, also ich würde mich unwohl fühlen, wenn ich bestimmte Dinge nicht abgedeckt hätte. Und dann ist es natürlich eine Chance zu sagen, man entfernt die Makel, aber man übertüncht nicht. Klar sind wir im Fernsehen ja nochmal ganz anders zurechtgemacht, aber es kann dir einfach eine gewisse Sicherheit auch geben, wenn du weißt, da ist halt die Farbe nicht so im Gesicht, wie sie sein sollte. Ne? Selbstwertgefühl. Jessica, ja. Wie sieht es bei dir aus mit in Sachen Make-up? Bist du schon verkabelt? Ich habe mich selber verkabelt. Das ist ja sehr gut. Wie sieht es denn bei dir aus? Also ist Make-up für dich auch ein wichtiges Thema? Ja, absolut. Also ich gehe ungeschminkt nicht aus dem Haus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich gehe nur nicht mehr ungeschminkt zum Briefkasten. Ah, okay. Also ich bin da ganz extrem. Ja. Ja, aber ich meine, aber ich finde es ja auch schön, wenn Frauen das zugeben und einfach sagen, ich fühle mich halt damit besser. Und dann ist das doch nichts Verwerfliches. Absolut, absolut. Und ich komme immer mehr dazu, dass so dieses Schönmachen im Außen, dass das einfach nicht ausreicht. Und deswegen habe ich gerade in dieser Corona-Zeit die Gelegenheit gehabt, mein ganzes Programm, alles das, was ich so tue, nochmal zu überarbeiten. Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt davon, dass ich jetzt in einem mehrwöchigen Kurs mit den Frauen tief in ihr Innerstes eintauche, dass ich da an ihre Essenz mit ihr komme, um diese Frau von innen heraus in ihren Körper nach Hause bringe. Und dann erst kann man mit einer Stilberatung, mit einer Farbberatung alles abrunden. Ah, verstehst du? Also du machst es eigentlich anders. Ja. Du gehst jetzt erstmal in die Tiefe. Ja. Das heißt, nenn es ruhig auch die Spiritualität, die in deiner Arbeit dann steckt. Das heißt, Blockaden lösen, fragen, warum fühlt man sich nicht wohl. Also erstmal wirklich der Ursache auf den Grund gehen, weil erst dann kannst du anfangen, wirklich vielleicht auch die richtigen Farben, das richtige Make-up zu finden. Also die richtigen Farben. Farben sind mehr eine Frage des sogenannten Hautkolorits, das heißt Haarfarbe, Hautfarbe, Augenfarbe, das Zusammenspiel, das gibt das Hautkolorit und das ist eine ziemlich objektive Angelegenheit. Genauso wie die Körpermaße, die Körperform, Proportionen sind auch recht objektiv. Aber das subjektive Empfinden zu uns selber ist das, was absolut maßgeblich ist. Natürlich kann ich sagen, unser Körper ist unser Tempel und den haben wir zu pflegen, den haben wir zu schmücken, den dürfen wir schmücken. Aber viel wichtiger ist, dass Frau das auch für sich fühlt. Wir sind so aus unserer Mitte von Kindheit durch die Gesellschaft und alles so aus unserer Mitte gerissen worden oder nicht da reingelassen worden und versuchen so sehr zu funktionieren, anderen gerecht zu werden. Bin ich schön? Passt es so? Kann ich das so machen? Und. Die ganzen Fragen, diese ganzen Unsicherheiten, die Frau da mit sich trägt. Und das mal aufzulösen und die Frau dazu zu inspirieren, dass sie perfekt ist eigentlich, wie sie ist, egal in welcher Form. Weil man alles mit geschickten Proportionsgeschichten in die richtige Form auch noch rücken kann. Und für jede Figur gibt es die richtigen Tipps, wie sie sich schön fühlen kann auch damit. Ja, gibt es die Frauen, die hundertprozentig perfekt sind? Ich meine, du arbeitest als Maskenbildnerin, das heißt, du arbeitest ja auch mit Models zusammen, mit Frauen zusammen, wo man einfach sagt, die sind doch perfekt. Aber wahrscheinlich hat jede in irgendeiner Form was, was ihr nicht gefällt. Ich rede auch gar nicht vom äußeren Perfekt, Model Perfekt. Da bin ich ganz von weg. Das sind die allerwenigsten, genau in diesem Perfektsein. Ich rede von unserem Wesen, von unserer Essenz, die ist perfekt. Unsere Seele ist rein und frei von Ängsten, frei von Unsicherheiten, die ist perfekt. Aber das müssen wir erstmal verstehen. Das müssen wir erstmal verstehen und das ist ein langer Prozess. Also ich habe jetzt als neuestes ein 6-wöchiges Programm auf die Beine gestellt, Show Your Glow nennt sich das,
wo ich dann 5 Wochen intensiv mit den Frauen in diese Tiefe reingehen werde. Bevor ich überhaupt was verändere. Und Frau wird dann von innen heraus in ihre Größe kommen. Sie wird die Göttin, die Königin in sich spüren. Und mit dieser neuen Attitüde, da erst gehe ich los und gebe jeder meiner Teilnehmerinnen einen ganzen Tag, wo wir dann Farben checken, wo wir die Proportionen checken, wo wir den Kleiderschrank checken. Und dann erst kann sie auch in ihren richtigen Stil reinkommen. Also vorher ist es nur so ein komplett neue Herangehensweise, eigentlich, was man von einer Stylistin nicht gewohnt ist. Man denkt, man kommt dorthin, dann werden erstmal die Haare gemacht, dann wird erstmal das Make-up aufgefrischt und der Kleiderschrank ausgeräumt. Nee, das kommt erst viel, viel später, wenn man sich mit Carmen Meyer verbindet. Ja. Man kann dich natürlich auch finden im Internet. Wahrscheinlich gibt es eine Internetseite, wo du deine deine Arbeit auch vorstellst. Also meine Website ist gerade, ehrlich gesagt, im Umbau. Also da bin ich gerade, also die läuft, aber man sieht immer noch die alte Präsentation. Ich bin im Moment viel, viel aktiver auf Facebook, genau. Da habe ich auch natürlich meine Fanpage, die heißt, beziehungsweise die ist über Beauty Berlin noch erreichbar. Beauty Berlin hieß mein Unternehmen im Ursprung. Jetzt gehe ich mehr dazu über, dass ich einfach nur meinen Namen benutze. Carmen Meyer, wer Sie kontakten möchte, der kann das natürlich tun. Also du bist natürlich jetzt im Berliner Raum wahrscheinlich hauptsächlich tätig. Ja. Also, aber natürlich für Fragen, für Anregungen stehst du natürlich auch Deutschland, Österreich und der Schweiz mit deinen Antworten da. Und Sie können sich natürlich verbinden. Du hast Anke mitgebracht, eine, man kann sagen, Kundin von dir, die ja auch aus bestimmt gewissen Gründen mit dir in Kontakt getreten ist, welche Gründe es gab und was sich bei ihr verändert hat, das wird sie uns gleich natürlich auch noch erzählen. Ich habe ja gesagt, heute ist Beauty-Donnerstag und deswegen gibt es in unserer Verlosung auch ein Beauty-Paket. Und zwar geht es da um die Kraft aus Südafrika. Eleva, das ist ein ganz besonderes Öl, ein spirituelles Öl, denn auch das arbeitet quasi so, wie Carmen es gerade erzählt hat. Da geht es nämlich um die Düfte und da geht es eben auch um andere Empfindungen. Da geht es eben auch wirklich darum, sich mit seinem eigenen Inneren zu verbinden, ein gutes Gefühl zu bekommen. Aber es unterstützt auch die Schönheit. Das bedeutet, wenn Sie sagen, ja, so ein südafrikanisches, wirkliches Zaubermittelchen, das würde ich gerne mal ausprobieren, dann machen Sie mit bei unserer heutigen Verlosung. Wir wollen wissen, die Carmen Meyer, was macht die eigentlich beruflich? Ja, ist sie denn die Fanbeauftragte vom FC Bayern München? Da sieht man wieder, dass die Männer in der Regie sitzen, oder? Oder ist sie eine Maskenbildnerin? Ich bin mir sicher, diese Frage, die kam mit Sicherheit, ja, ich weiß von wem. Die Telefonnummern sind bekannt aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, können Sie mitmachen. 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, 18 Jahre sollten Sie sein. Bis 11 Uhr ist der Anrufbeantworter geschaltet und Sie können alles nochmal nachlesen unter www.astrotv.de. Was war denn gestern los mit dir und dem Einstieg in deine schönen Shop-Produkte? Ein bisschen holprig war es, aber es lag nicht an dir, sondern es lag an der Holprigkeit von außen. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das vielleicht gar nicht so mitgekriegt, aber wenn man hier stand, hat man wirklich gedacht, es kommt wirklich alles von der Decke runter. Ich dachte, es ist ein Erdbeben. Erst habe ich gedacht, es ist ein Erdbeben, es kommt ein Bagger reingefahren, dann hat hier alles gescheppert und ich habe gedacht, lass es oben bleiben, bitte. Und das war's. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Genau, ich man muss vielleicht, kurz aufklären, es waren wirklich Bauarbeiten, die draußen stattgefunden haben, aber die waren so extrem, also als wär wirklich ein Weltuntergang. Ja. Und ihr konntet nicht mehr weitermachen, weil auch die Tonfrequenzen teilweise gestört waren. Man hat nichts mehr gehört, hier sind die Sachen umgefallen. Und also es war wie im falschen Film, so was habe ich noch nie erlebt. Das brauche ich auch nicht nochmal. Aber Gott sei Dank bist du ja heute um 11 Uhr nochmal zu sehen mit Christoph Hensch. Das heißt, da stellt ihr eure Produkte natürlich nochmal vor. Wir haben uns jetzt auch so lange nicht gesehen. Ja. Also das ist schon verrückt. Man hat nicht das Gefühl, dass man sich nicht so lange gesehen hätte. Aber 3-4 Monate sind dann doch vergangen. Wie hast du diese 3-4 Monate genutzt? Also was mir am meisten hier aufgefallen ist, jetzt wo ich wieder in Berlin bin, mir ist erstmal aufgefallen, wie lang meine Haare geworden sind. Das klingt vielleicht jetzt total lustig, aber daran merke ich, mein Gott, wie lange war ich nicht da und was ist passiert in dieser Zeit? Ne? Gut, wir haben uns ja ab und zu mal durchaus gesichtet,
Aber nee, ich habe die Zeit genutzt. Also ich habe ganz viel wirklich Handarbeitssachen gemacht. Ich habe das wirklich getan. Ich habe mehr gekocht. Ich habe mich mehr auf mich besinnt. Ja. Ist gut. Ja, Beauty, hast du gerade gesagt, ist ja auch so ein bisschen Thema. Lass uns kurz in diesem Bereich mal bleiben, denn da probierst du ja auch immer viele, viele neue Dinge aus. Und ich meine, du kennst Carmen natürlich auch. Ja. Auch hier wissen wir natürlich, dass sie eine spirituelle Ader hat. Aber dass es wahrscheinlich schon auch so ein neuer Trend ist, ne? diese innere und äußere Schönheit zu kombinieren. Weil wenn wir uns innerlich nicht schön finden, dann glaube ich, nutzt auch der richtige Lippenstift und wahrscheinlich auch das richtige Augen-Make-up nicht. Ja gut, ich denke, das sehen wir ja auch an ganz vielen Menschen, die ganz viel gemacht haben an sich, was zum Teil doch sehr interessant ist, was dabei rauskommt. Und interessant, das ist mal ganz hat Alfred Biolek damals auch immer beim Essen gesagt, wenn es nicht ganz so gemundet hat. Aber ja, finde ich ja auch ganz schön, wenn man heute sagt, der hat eine interessante Gesichtsform mittlerweile. Ja gut, aber daran siehst du ja, dass die Menschen auf der Suche sind nach ihrem Innen und Außen und versuchen da was anzupassen irgendwo. Man ist, die sind ja auf der Suche nach sich selbst, sonst würde da nicht interessante neue, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Ich denke, diese Suche ist es und dieses ganzheitlich werden, aber man weiß vielleicht auch gar nicht, wie und was. Oder sucht ein Schönheitsideal im Außen und versucht, sich da anzupassen, weil man sich selber vielleicht noch gar nicht gefunden oder vielleicht verloren hat. Na, es hat was mit Maske natürlich auch zu tun. Ja. Ne? Also eine Maske, die natürlich auch maskenartig dann aussehen kann. Und eigentlich wissen wir doch alle, wenn jemand eben zu maskenartig auftritt, dass irgendwas an der Seele nicht ganz so gut läuft, oder? Absolut. Ja. Aber das Schlimme ist, wir sind es ja ein Stück weit auch schon gewohnt. Ne? Es ist ja schon ein Stück weit auch so, dass wir es gewohnt sind, dass viele sich anpassen oder gleich sind. Sabine, du bist aber auch jemand, die egal wie sich auch mit der Beauty in Sachen Hand, also Selfmade auskennt und da ja auch immer viele Dinge ausprobiert. Also du bleibst ja auch nie stehen, sondern testest. Hast mir heute erzählt, dass wir das irgendwann auch mal gemeinsam testen werden, nämlich kein Haarshampoo mehr, sondern Haarseife. Genau. Ich habe ja in der Zeit, ich habe schon das eine oder andere vielleicht erleben vorbereitet, ich hatte ja Zeit. Also habe ich Haarseifen getestet und da musst du auch noch mit testen. Auf jeden, ich brauche ja einen Vergleich, ne? Auf jeden Fall. Also ich bin sehr gespannt, das ist ein tolles Thema, Haarseifen, was ich auch gemacht habe. Ich habe Mineralpuder selber gemacht, also statt Make-up Mineralpuder selber gemischt mit Zinkoxid und allem Möglichen. Also man kann schon viel selber machen und sich Gutes tun. Und ich glaube, es hat auch wieder was mit Einstellung zu tun. Ich habe ja dieses Jahr beschlossen, ich habe genullt dieses Jahr und dann habe ich eben gesagt, so, ab diesem Jahr will ich rückwärts gehen. Also ich möchte eigentlich jetzt nicht mehr älter werden, sondern ich möchte jetzt eigentlich wieder jedes Jahr ein bisschen jünger werden und probiere das jetzt einfach mal aus. Ich verzichte komplett auf Kosmetik, auf Seifen, auf alles. Nein, natürlich nicht, das war ein Spaß. Aber ich glaube trotzdem, wenn man sich eben so fühlt, dass man sich gut fühlt, dass man sich dynamisch fühlt, dann kommt dieser Satz, man ist so alt, wie man sich fühlt, nicht von ungefähr. Und hat auch das wieder was mit Spiritualität zu tun. Ich finde es sehr interessant, weil das gleiche Thema kommt ja für mich noch am 2. Oktober auf mich zu. Weil ich habe ja, ne, ich werde ja auch. Genau. Du nullst auch? Die böse Null. Ja. Die böse Null. Man setzt sich mit Dingen anders auseinander, aber ich denke, da haben wir doch Glück gehabt. Ich finde das gut. Ja, um Gottes Willen. Also ich möchte mich jetzt auch nicht beschweren. Was hast du denn heute gleich im Anschluss, wenn du mit Christoph wieder hier deine schönen Produkte vorstellst an Neuigkeiten? Also gibt es etwas, was auch in diesen 3 Monaten neu dazugekommen ist? Nahezu alles, ehrlich gesagt. Also es gibt eine neue Engelkugel zum Aufladen, Engel der Erde. Wir haben eine neue Elfen-CD gemacht mit dem besten Tonstudio der Welt. Da bin ich so glücklich, dass ich den Mann gefunden habe. Elfen-Musik haben wir. Wir haben die Engel der Erde als neuen Kraftanhänger zum Aufladen, also und eine Engelessenz, eine Elfenessenz, wo man einfach für die Wunscherfüllung benutzen kann. Also es wird ein bisschen märchenhaft angehaucht und noch ein Schwert von Erzengel Michael als Set habe ich mitgebracht, um karmische Bänder zu trennen. Also es bleibt spannend und wird spannend. Und es sind ja alles Produkte, wo man wirklich sagt, auch das sollen energetische Unterstützer sein. Also auch hier redet man ja ganz oft von Zauberkräften, die aber auch innerlich in uns stattfinden. Das heißt, natürlich ist vielleicht der ein oder andere nicht bereit, das anzunehmen oder spürt es nicht, weil ein bisschen ein Gefühl braucht man auch, aber es geht um hier. Und es ist genau so, wie wir es gerade in der Schönheit ja auch so sehen. Wenn wir hier drinnen nicht uns schön fühlen oder wenn wir Dinge nicht annehmen, dann werden wir auch mit den Produkten wahrscheinlich nichts anfangen natürlich können. Natürlich, und es ist diese innere Entscheidung, Dinge loszulassen oder auch die Entscheidung, ich will, dass es mir gut geht.
Und dann kann man loslaufen und mit den Produkten arbeiten. Mhm. Du bist nicht nur mit den Produkten heute zu sehen, sondern auch im Laufe des Nachmittags noch als Astro-TV-Beraterin ebenfalls zu erreichen. Auch da merkt ihr wahrscheinlich gerade, dass sich eine neue Zeit irgendwie angesagt hat, dass entweder die Fragen anders gestellt werden oder auch die Fragen anders sind. Es werden mehr Familienthemen, es werden mehr Umzüge, ganz viele Umzüge im Moment, aber auch Familienthemen mit erwachsenen Kindern, also wo die Kinder eigentlich so alt sind wie wir, da merke ich, da tut sich was. Und aber es macht Spaß, die Menschen zu beraten und zu begleiten in der Zeit. Man hat mich bis Freitagmorgen in Berlin, dann bin ich wieder weg. Okay, das heißt, wer also Sabine Lorenz sehen möchte, der kommt heute quasi nicht drum herum, sie auch zu finden bei Astro TV. Im Anschluss die nächsten 2 Stunden von 11 bis 13 Uhr mit deinen Glücklichmach-Lebens-Elixieren und natürlich auch Produkten und auch im Laufe des Nachmittags als Astro TV-Beraterin. Wer im Übrigen jetzt beraten werden möchte, der kann das natürlich auch bekommen, denn es gibt ja unsere quasi Notfallnummer. 24 Stunden sind wir natürlich von unserem Partner Questico zu erreichen. Unter der Telefonnummer, die auch heute eingeblendet wie immer ist. Ohne Anmeldung, ohne Langwierigkeit. Das heißt, man wird sofort an einen Kollegen vom Partner Questico weitergeleitet. Und das ist gerade in unserem Vormittagsprogramm, wenn zwischen 10 und 13 Uhr keine Beratung stattfindet, vielleicht der ein oder andere, der da den guten Ratschlag bekommen kann. Ist doch toll. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Sabine Lorenz gleich im Anschluss. Jetzt wollen wir Ihnen natürlich auch wie immer ein paar Questico-Berater vorstellen, die Sie eventuell ja auch unter dieser Nummer erreichen. Ich danke dir. Ich danke dir. Bei mir kommt es in der Beratung auf jeden Fall darauf an, dass ich umfassend, dass ich das gesamte Spektrum habe. Meine Hellsicht, meine Astrologie, die damit kommt, und wenn es dann noch notwendig ist, nehme ich dann auch noch mal die Karten zur Hilfe. Allerdings ist es kein Muss. Was wichtig ist, ich nehme alles zusammen. Es ist auf jeden Fall für denjenigen, mit dem ich kommuniziere, ist es dann ein Rundumpaket, und ich finde es wichtig in meiner Gesamtberatung, dass sich da jeder wohlfühlt. Ich bin Thorsten Gabriel, und als eineiiger Zwilling mit meiner natürlichen Gabe der Hellsicht und genauen Zeitangaben für Sie da. Als Neuzeitschamane kann ich Ihre Aura sehen und durch meine 5D-Chakrenengel-Gebete Ihr erlöstes Potenzial für Sie aktivieren. Durch mein schamanisches Familienstellen und den Familiensegen kann ich Ihnen übernommene Themen und negative Energien aus Ihrer Aura erlösen. Ich freue mich, Sie energetisch und hellsichtig zu unterstützen. Bis gleich, Ihr Thorsten Gabriel. Und ebenfalls Questico-Beraterin, Astro-TV-Beraterin Jessica Schweinsberg-Klare heute zu Gast. Auch du bist später natürlich bei Astro-TV nochmal zu sehen. Ich glaube, irgendwie 17 Uhr geht es weiter mit Jessica. Genau. Aber auch bei dir ist Thema Beauty ein Thema. Und du hast gesagt, man kann eben auch mit seiner Einstellung etwas ändern. Man kann sich, kann man sagen, schön meditieren. Ja, man kann sich schön meditieren, weil ich habe das jetzt ganz neu angeboten, jetzt gerade während dieser Corona-Zeit, für viele meiner Kunden so Self-Made-Meditationen auf den Weg gebracht per E-Mail, die zu Hause ganz einfach nachmachen können. Privat biete ich das natürlich auch an, verschiedenen Kursen, Abend-Workshops für die Menschen eben aus meiner Umgebung. Und es geht einfach dadurch, dass man sich mit der Liebe verbindet, mit dieser grundsätzlichen Essenz der reinen Liebe. Und so findet man seinen eigenen Jungbrunnen hinein. Was auch für dich interessant ist, jetzt gerade, wo du rückwärts gehen möchtest mit dem Alter, ist das natürlich auch was ganz Tolles für dich. Ja, natürlich. Ja. Also ich glaube, es hat was mit Einstellung natürlich definitiv auch zu tun. Ja. Und wenn wir natürlich auch mit einem gewissen Spaß an Sachen rangehen, dann werden wir diesen Spaß natürlich auch spüren. Und ich finde auch, Spiritualität muss nicht nur radikal ernsthaft betrieben werden, sondern man muss es eben auch fühlen und man muss sich gut dabei fühlen. Richtig, ganz genau. Und deswegen auch die Meditation, dass wirklich alles gereinigt wird in dir, dein Körper, dein Geist, dein Unterbewusstsein, dass du alle negativen Gedankensätze wirklich loslässt. Und darüber veränderst du natürlich auch deine ganze Ausstrahlung. Ist es eine geführte Art der Meditation, die du da anbietest? Das heißt mit unterschwelligen Affirmationen? Ja, in den Workshops ja. Da arbeiten aber in erster Linie sind es bei mir Frauen, die Sätze auch selbst, das, was für sie persönlich wichtig ist. Und grundsätzlich ist das die Liebe, dass man wirklich die Liebe einatmet
und auch die Liebe spürt, tief im Herzen spürt. Aber die Frauen in erster Linie, die erarbeiten sich das selbst. Es kann sein Selbstliebe. Ich liebe mich ab heute mehr und intensiver. Ich pflege mich mehr. Ich achte mehr auf mich. Sie erarbeiten selber das, was für sie wichtig ist. Aber sind Frauen nicht auf dem richtigen Weg? Also es hat ja auch ein bisschen was wahrscheinlich mit Emanzipation zu tun. Das heißt, die Frauen, die sich ja auch entwickelt haben, die jetzt natürlich auch ein anderes Auftreten bekommen haben, die jetzt eben nicht nur mit den 3 Ks verbunden sind, Kinderküche, Kirche, sondern die natürlich auch in großen Unternehmen Chefpositionen haben. Ich meine, Deutschland wird geführt von einer Frau. Das war vor 20, 25 Jahren undenkbar. Das ist absolut richtig, aber ich denke auch nicht, dass wir die Schritte zurückmachen sollten. Um Himmels Willen, da bin ich ganz strikt dagegen. Aber wir sollten auch wieder mehr zu uns selber finden. Teilweise sind wir vermannt worden. Wir richten uns immer noch zu sehr nach Männern. Wir sollten auch wieder mehr Frau sein, mehr wir selbst. Darum geht es. Was natürlich auch ein spannendes Thema ist, das heißt, eine starke Frau muss nicht wie ein Mann auftreten, sondern Nein. kann trotz alledem natürlich. Wie eine Frau natürlich auch auftreten. Natürlich. Und das ist ja auch etwas, was Ihr Berater und was wahrscheinlich auch Carmen sagen wird, was ganz, ganz wichtig ist. Viele Frauen haben ihre Weiblichkeit, haben ihr Frausein wirklich verloren, um genau. dominant, um sicherer dazustehen. Eben, aber man kann dominant sein und trotzdem Frau sein. Und trotzdem in einer Führungsposition sein. Und sogar noch weiter hinaus. Weil dann ist man wirklich man selbst. Man trägt nicht mehr irgendeine Maske. Aber das ist ja dieses Schöne, dass sich die Frauenwelt dorthingehend auch wieder verändern. Und dass es natürlich auch so ist. Und seien wir mal ehrlich, Frauen dürfen doch auch mal reizen. Sie müssen sich nicht verstecken. Denn das ist natürlich auch etwas, was uns mit in die Wiege gelegt worden ist. Und was wir vielleicht ein bisschen besser beherrschen als die Männer. Das ist absolut richtig. Und das nicht zu unterdrücken. Natürlich nicht. Wir sollten das nicht unterdrücken. Wir sollten ja Frau sein. Wir sollten unsere Reize zeigen. Das, was wir haben. Deswegen sind wir Frauen. Wir sind das schönere Geschlecht. Und das müssen wir zeigen. Ja, das stimmt. Also bei den Menschen auf jeden Fall. Tierwelt, da finde ich, ist es immer noch so ein bisschen was anderes. Das ist was anderes. Aber wir sind keine Menschen. Nein, und es geht auch wirklich darum, dass wir einfach wirklich diese Schönheit nach vorne holen sollten. Und natürlich hat es eben was mit Umdenken zu tun. Und es hat eben auch was mit Mutmachen zu tun. Und ihr seid natürlich auch die Mutmacher, die den Menschen unterschwellig eben auch dieses Thema immer wieder einsuggerieren, wie wichtig es ist, an sich selbst zu glauben, wie wichtig es ist, wirklich anzufangen, sich selbst zu lieben. Das ist richtig, absolut. Jessica, du weißt ja, dass du noch ein bisschen bei uns bleibst. Und wir haben uns heute mal wieder gedacht, es gibt ja eine Sache, die unsere Zuschauer sehr, sehr gerne immer mögen, nämlich euch Berater auch mal von der etwas privateren Seite kennenzulernen. Deswegen gibt es so ein paar Fragen, die ich ausgedruckt habe, die ich dir später noch stellen werde, wenn du Lust und Laune dazu hast. Wir spielen das Spiel. Wir spielen quasi ein gewisses Spiel, wie wir die Berater privater kennenlernen. Das sind keine unzüchtigen Fragen oder so. Die sind eigentlich alle ganz nett. Aber man erfährt schon ein bisschen was. Das ist immer ganz gut, finde ich. Lass uns spielen. Genau. Jetzt können Sie natürlich wie immer auch unsere Berater erreichen. Ich erwähne es noch mal ganz gerne unter der eingeblendeten 0900er Nummer. Da können Sie natürlich auch zahlreiche Questico-Berater erreichen. Produkt des Tages, einmal noch mal kurz angesprochen von niemand anderem als unserer Theodora Contodimu. Es geht um den Haussegen, der, glaube ich, auch in der Corona-Zeit bei vielen schiefgehangen hat. Den können Sie aber wieder aufrichten. Und zwar mit diesem schönen Talisman von Theodora. Bis 11 Uhr können Sie den unter der gebührenfreien Telefonnummer bestellen. Und viele andere Talismänner gibt es aus Österreich. Von der Iasetta, Sie wissen schon, die mit dem intelligenten Schmuck. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien.
Wir haben Zuwachs bekommen. Anke ist bei uns und ich möchte in diesen Zeiten ganz kurz aufklären. Du und Anke, ihr dürft zu nah beieinander sein. A, weil ihr eben auch gerade miteinander arbeitet, aber aus Sicherheitsgründen haben wir euch beide einen Test machen lassen. Das heißt, ihr seid beide negativ getestet und wir wollen natürlich auch sehen, was man verändern kann, wie man sich verändern kann. Und deswegen wäre es jetzt wirklich unangenehm, wenn ihr beide mit Masken hier sitzen würdet. Anke, erstmal schön, dass du auch zu uns gekommen bist, denn es ist schon auch ein sehr privates Thema, was ich jetzt gerade so spüre. Schönheit hat nämlich nicht immer nur etwas mit dieser Oberflächlichkeit zu tun, sondern du bist ja wahrscheinlich auch aus einem privaten Grund zu Carmen gekommen. Ja, sicher. Aber es ist ja auch der private Grund und mit dem geht man ja letztendlich dann auch wieder raus. Aber ich finde halt auch, die Basis, die legt man in sich, auf jeden Fall. Was war so dein Grund? Was wolltest du verändern? Wie wolltest du dich verändern? Ich wollte eigentlich mehr ich sein und das zeigen können. Das heißt, ein bisschen mehr aus sich rauskommen? Ja, aus mir raus und aber auch dieses mehr Vertrauen in dieses, also ich meine, ich habe ja ein Gespür für mich, aber auch so dieses, was passt jetzt wirklich? Und da halt nochmal mehr Sicherheit eigentlich auch bekommen. Kann man das so nachvollziehen mit, wenn man jetzt so ausgeht und man geht zum Beispiel über einen roten Teppich und überall sind irgendwie die Topmodels, überall sind die Moderatoren, alle sehen toll aus, alle haben tolle Kleider an und man selber hat vielleicht nicht das tolle Kleid, hat vielleicht jetzt nicht irgendwie das gleiche Aussehen und man fühlt sich irgendwie so ein bisschen klein gemacht von der Außenwelt. Würde ich jetzt gar nicht so sagen, also für mich persönlich, aber doch, also vielleicht doch schon eher von der Kleidungswahl dann, ja, das. Aber ich glaube, dass Frauen das bestimmt oftmals erleben, oder? Also das wirst du vielleicht auch schon mal gehört haben, dass man eben Angst hat, nicht mithalten zu können, dass man das Gefühl hat, zwischen all diesen Schwänen, zwischen all diesen schönen Schwänen fühlt man sich vielleicht wie so ein hässliches Entlein und dementsprechend klein macht man sich wahrscheinlich auch. Und da braucht es noch nicht mal einen roten Teppich, da reicht es schon die nächste Boutique. Also aus Gesprächen mit vielen anderen Frauen weiß ich auch, dass gerade wenn die Körper nicht so der Norm entsprechen, ja, dass viele dann schon mal überhaupt gar keine Lust haben, überhaupt einkaufen zu gehen, sich irgendwie taxiert fühlen von der Verkäuferin, lieber das nehmen, was passt und nicht, was zu ihnen passt, weil sie da auch keine wirkliche Ahnung haben und glücklich sind, wenn überhaupt mal ein Kleidungsstück passt. Und das verunsichert so viel und viele gehen mittlerweile sogar dazu über, sagen, ich gehe jetzt gar nicht mehr in die Läden, ich gehe jetzt lieber online shoppen. So, da guckt mich wenigstens keiner komisch an. Das ist so traurig. Raus muss man ja trotzdem gehen und man muss sich ja trotzdem in irgendeiner Form wohlfühlen. Wie hast du dir das vorgestellt oder wie hast du das Zusammenspiel, die Zusammenarbeit mit Carmen so erlebt? Total freundschaftlich, muss ich sagen. Also sehr, sehr offen und nah und macht total Spaß, mit Carmen zu arbeiten. Das heißt, man redet wirklich am Anfang erstmal, bevor man eigentlich das macht, warum man zu einer Stylistin geht, nämlich, dass man in die Veränderung kommt. Ja, total. Wie gehst du vor? Also Gespräche, die sind natürlich sehr privat wahrscheinlich, die sind, die gehen in die Tiefe, darüber wollen wir jetzt gar nicht reden, das kann man natürlich mit dir dann unter vier Augen besprechen. Aber wenn man dann eben angefangen hat, an einem Punkt zu sein, also was ist dann der Punkt, wo du sagst, jetzt bin ich bereit, mit ihr wirklich auch an der Veränderung, an der optischen Veränderung zu arbeiten? Also es geht nicht nur darum, dass wir Gespräche führen, es geht auch darum, dass sie sich selber näher kommt. Und das braucht ganz viel Raum. Das sind Prozesse, das sind Reisen, die auch im Innen passieren. Und deswegen arbeiten wir auch mit Meditation, mit Affirmation. Also da bin ich total bei der Jessica gerade auch, was sie so gesagt hatte, das ist ganz wichtig. Und über diesen meditativen Prozess kommt man mehr in sich rein und lernt, mehr bei sich selbst hinzuschauen. Und dann kommen die Themen auf einmal hoch. Das kommt ganz automatisch. Aber es hat nichts damit zu tun, dass ich mir jetzt eine Affirmation an den Spiegel hänge und da steht, ich bin schön, ich fühle mich gut und das suggeriere ich mir 21 Tage ins Hirn, bis ich es dann wirklich auch mal glaube. Nee. Das geht noch viel, viel tiefer. Das sind auf jeden Fall Prozesse, die gehen sehr viel tiefer und die lösen im Inneren tatsächlich
Blockaden auf auch. Und sodass denn das, was wir so unter Verschluss halten, das, was wir gar nicht, wo wir gar nicht hingucken wollen, das kommt erstmal hoch. Das braucht ein bisschen Mut. Und dann an dem Punkt, wo jemand an seinen Schmerzpunkt kommt, dann bin ich da und dann kann man das gemeinsam auflösen. Aber das ist, wie gesagt, es gibt nicht nur einen Schmerzpunkt, sondern immer wieder mehrere. Wir alle haben diverseste Glaubenssätze und die kann man dann nach und nach auflösen. Mhm. Und ja, jetzt nach 5 Wochen diesen inneren Prozess kann man dann sagen, so, jetzt bringen wir das Ganze nochmal ins äußere Strahlen. Genau, jetzt wollen wir natürlich strahlen und ich glaube, über Farben hat jeder schon mal was gehört. Mhm. Also Stiltypberatung, Farbberatung ist ja so ein Thema. Da unterteilt ihr die Menschen gerne in diese 4 Elemente, in Feuer, ich weiß es nicht, aber du weißt, was ich meine, Erdtypen und die Feuertypen und die sich trauen dürfen, solche Farben zu trauen, der andere darf es nicht. Mhm. Arbeitest du auch so oder hat auch die Farbberatung eben ganz sicher was mit Individualität zu tun? Also es hat natürlich immer was mit Individualität zu tun. Und ja, es gibt dieses Frühling, Sommer, Herbst und Winter Konzept und auch ich benutze das, aber differenzierter. Das heißt, es gibt nicht nur einen Frühling, einen Sommer, einen Herbst und einen Winter, 2 warme Typen, 2 kalte Typen, sondern es gibt immer auch so diese Nuancen dazwischen. Das kann also sein, dass jemand, wie wir bei Anke jetzt festgestellt haben, dass sie ein kühler Farbtyp ist, Sommer mit Tendenz zum Winter, aber dann auch noch einen warmen Anteil damit drin. Also es kann alles sein und ich benutze diese 4 Jahreszeiten als solche, weil sie, finde ich, ein recht leicht nachzuvollziehendes Konzept sind für die Kunden auch. Und natürlich gibt es auch viele andere Konzepte, die sicherlich auch sehr, sehr sinnig sind. Aber so hat die Kundin immer so ein bisschen was an der Hand und kriegt dann auch noch so einen Farbpass mit, wo denn alle Farben drin sind. Und dann kann sie damit einkaufen gehen und macht dann Spaß. Ja. Das Schöne ist, dass man bei dir wirklich auch das volle Programm bekommt. Ja. Weil du bist Typberaterin, du bist Stylistin, kennst dich in Sachen Make-up natürlich aus, bist Friseurin. Auch. Ja. Also auch da muss man ja sagen, gerade wenn es um die Haare geht, und das ist ja wirklich auch das Haus des Gesichtes, machen wahrscheinlich auch viele viel falsch. Und da ist es eben auch wichtig, mit vielleicht den passenden Farben zu arbeiten. Zeig mal ganz kurz, wie gehst du so voran? Also die klassischen Tücher, die du natürlich dann auch benutzt, oder? Von meinen Tüchern habe ich jetzt nur eine ganz kleine Auswahl. Ich habe da jetzt nur die Warm-Kalt-Analyse-Tücher mitgenommen. Das geht dann noch sehr, sehr viel differenzierter. Normalerweise setze ich die Kunden vor den Tageslichtspiegel. Das hat eine bestimmte Lichtwärme bzw. Lichttemperatur, sodass sie sehr natürlich aussieht. Oder eben, wenn gegeben, vors Fenster, sodass man wirklich ihr ganz natürliches Hautkolorit sehen kann. Das heißt, du selber hast dich natürlich dann auch gesehen. Ja. Und ist das am Anfang dann so ein bisschen unangenehm, wenn man eben sich selber im Spiegel betrachtet und wirklich sich ja auch intensiver anguckt als normal? Ich fand es sehr spannend, also vor allen Dingen, weil auch was ganz anderes kam, als wir eigentlich dachten. Merkwürdig war es, ne, wenn man die Haare dann aus dem Gesicht nimmt, sich halt so komplett nur Gesicht zu sehen. Das wirkt ein bisschen ungewohnt. Aber ja, grundsätzlich ist es einfach super interessant. So ein bisschen wie die Badekappe beim Schwimmen, wo man sich ja auch nicht wirklich wohlfühlt. Ne? Richtig, also sie kriegt, damit die Haare, das sind jetzt auch gefärbte Haare, und damit dieses gefärbte Haar nicht irritiert und zu Fehlschlüssen verleitet, macht man sie komplett weg. Das heißt, es gibt so eine Einmalhaube dann auf dem Kopf, die jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig attraktiv ist, aber es bringt auf jeden Fall was. Dann kriegt sie noch einen farbneutralen Umhang um. Und dann geht's an die Tücher. Entschuldigung, ich muss mich einmal kurz vorbeidrängeln. Ich weiß jetzt, normalerweise, wie gesagt, kriegt sie das auch alles um, sodass ein neutraler Hintergrund geschaffen wird. Also, ne? Damit nichts an der Kleidung irritiert. Wenn ich normal in die Farbberatung gehe, bin ich auch selber eher farbneutral unterwegs, damit auch meine Farben nicht auf die Kunden überspiegeln. Ich verzichte jetzt einfach mal auf das. Und dann geht man so vor, dass man immer 2 Farben gegeneinander vergleicht. Meiner festklemmen. Ich glaube, das muss ich doch mal schneller festklemmen. So, zack. So. Okay, dann vergleicht man zum Beispiel ein Pink, ein Orange.
ich habe sie jetzt mal falsch rum rangeklemmt. Ach, diese Aufregung. Gegen ein Rosa. Und dann schaut man, was passiert im Gesicht. Also bei ihr haben wir festgestellt, sie kommt jetzt frisch aus dem Urlaub. Da ist es mal ein bisschen schwieriger. Und dann vergleicht man immer zwei Farben gegeneinander. Und wie man jetzt über den Bildschirm aussieht, hier kriegt es auf einmal so einen orangen Schimmer ins ganze Gesicht. Und hier wirkt alles viel ruhiger. Wenn man die Lippen anschaut, die wirken da viel durchbluteter als hier. Ja, ja. Na? Und das ganze Hautbild verändert sich. Die Fältchen, die Augenfarbe. Und das macht man dann eine ganze Weile, immer zwei Farben gegeneinander. Und schaut sich das an. Ganz wichtig bei diesem Prozess ist, dass sie als Kundin das selber sieht. Weil ich kann vieles sehen und erkennen. Nützt ihr nichts, wenn sie sich da nicht reinfühlen und kann. War da so ein Aha-Effekt, also dass man plötzlich eine Farbe irgendwo probiert hat, wo man gesagt hat, die hätte ich früher nie angezogen oder dass die mir so gut steht, das hätte ich nie geglaubt? Ja, also tatsächlich. Also ich fand es sehr spannend, dass wirklich das Gesicht bei manchen Farben viel klarer wirkt und frischer. Und aber auch mit den Farben, also wir haben ja irgendwie gedacht, es ist eher warm, aber es waren dann halt die kühleren Farben und das war auf alle Fälle eine Überraschung. Du wirst uns auch gleich überraschen, denn wir sehen dich gleich in den Farben, die Carmen für dich ausgesucht hat. Das heißt, in einem Outfit, wo du eben sagst, das ist dann am Schluss das Endergebnis, was eben mit Selbstwertgefühl zu tun hat, was mit Auftreten zu tun hat und auch mit Sicherheit. Und in dem Outfit, in dem wir dich gleich erleben werden, fühlst du dich sicher? Ja. Ja, deswegen, ich schicke euch raus zum Umziehen. Ja. Wolltest du noch was sagen? Ja, das hat ja nicht nur mit den Farben zu tun, sondern das ist ja auch dieser weitere Prozess mit den Proportionen, mit dem Stil, der sich dann rauskristallisiert hat. Genau, ne? Das gucken wir uns dann natürlich an, warum du dir dann auch diesen Kleidungsstil vielleicht ausgesucht hast oder warum ihr das gemeinsam ausgesucht habt und bin sehr gespannt. Also Anke, vorher und gleich das Nachher-Bild. Viel Spaß beim Umziehen. Wir sehen uns gleich. Jetzt machen wir ein kurzes Päuschen und melden uns dann gleich nochmal mit Jessica Schweinsberg-Klare, die wir ein bisschen privater kennenlernen wollen. Die spirituelle Künstlerin Cornelia Hippler verfügt aufgrund ihres fehlenden Augenlichts über die besondere Gabe, sich in die Bedürfnisse und Wünsche von Mensch und Tier einzufühlen. Unterstützt wird sie hierbei durch ihre erfahrenen und stark ausgeprägten Sinne. Mit dem Ziel, ihre innere Stimme zu stärken und störende Verhaltensmuster aufzulösen, steht ihnen Cornelia mit ihren beiden Spezialgebieten, der Tierkommunikation und der Energiearbeit, zur Seite. Lassen Sie sich auf diese besondere Art der spirituellen Arbeit ein und entdecken Sie, was Sie aus eigener Kraft zum Positiven verändern können. Unsere Astro-TV-Berater bzw. unsere Questico-Berater sind natürlich rund um die Uhr für Sie zu erreichen. Unter der eingeblendeten Telefonnummer, da finden Sie auch sofort den Berater, der vielleicht auch ganz gut zu Ihnen passt und das ganz ohne Anmeldung. Das heißt, wenn Sie eine schnelle Frage haben, dann werden Sie auch eine schnelle Antwort bekommen. 24 Stunden ist diese Uhr erreichbar, also auch zwischen 10 und 13 Uhr, wenn bei uns der Unterhaltungsvormittag ist. Unterhaltung bekommen Sie ja auch immer von unseren Astro-TV-Shop-Gesichtern. Theodora Contodimo, die gehört dazu. Und die hat heute den Produkttipp des Tages für Sie, nämlich ihr Amulett, ihren Talisman unter dem Motto Haussegen. Also wenn der Haussegen mal schief hängt, dann hängen Sie sich doch das Haussegen-Symbol bei Ihnen zu Hause auf und Sie werden mitbekommen, dass sich die Energie, dass sich die Schwingung verändert. Zu bestellen unter der gebührenfreien Telefonnummer bis 11 Uhr können Sie sich ja dieses schöne, man kann auch sagen Schmuckstück, nach Hause holen. Jetzt fragen wir mal nach bei Jessica Schweinsberg-Klare, Berater ganz privat. Ich bin gespannt. Wenn dir eine Frage nicht gefällt, dann kannst du auch sowas wie einen Joker oder so ziehen, Jessica. Oh, das ist eine tolle Sache. Aber dann werde ich wahrscheinlich nachhaken und fragen. Oh, ja, frage ich doch gleich die erste Frage. Auf welche Frage würdest du denn ungern antworten? Also gibt es etwas, worüber du nicht gerne sprechen würdest? Möchtest? Sexualität. Okay. Ja. Darüber gehen jetzt alle Fragen. Warum? Nein, nein, ich,
Ich respektiere das. Ich finde das ja immer sehr, sehr schön. Und das ist ja auch dieses Motto des leichteren Lebens. Wenn Gäste zu uns kommen, dann frage ich im Vorfeld immer, gibt es irgendetwas, worüber du nicht reden möchtest? Andere würden wahrscheinlich dann erst recht darauf gehen und diese Fragen stellen. Und ich respektiere das, weil ich immer sage, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass ihr euch wohlfühlt. Und natürlich möchte man nicht über alles reden, aber du bist trotzdem ein sehr, sehr offener Mensch und ich gehe einfach mal weiter. Schieß los. Worauf möchtest du nicht verzichten? Worauf möchte ich nicht verzichten? Auf meinen Mann, auf meine Hunde, auf meine Arbeit. Meine Arbeit ist eigentlich das Allerwichtigste. Ja. Was machst du, wenn du Zeit hast? Autofahren. Ja, bist du so eine leidenschaftliche Autofahrerin? Ich liebe Autofahren. Die Fahrt von zu Hause hier rüber nach Berlin, ich entspanne total. Autofahren. Und was bist du? Eher so ein defensiver Fahrer? Ich bin ein Raser. Ja? Ja. Bußgeldkatalog, ne? Immer schon ein bisschen aufpassen. Aber ist jetzt wieder zurückgenommen worden, ne? Gott sei Dank. Also wie viele Punkte in Flensburg? Gar keinen. Ich hatte mal einen, aber der ist schon gute 15 Jahre her. Und seitdem keinen mehr. Ah, okay. Also ist ja auch wichtig. Man kann, finde ich, ja auch schnell fahren. Man darf auch mal schnell fahren. Aber wenn man eben die Verantwortung hat und sich eben an die gewissen Regeln natürlich dann auch hält. Was wärst du eigentlich sonst noch ganz gerne, wenn du jetzt nicht Astro-TV-Beraterin oder Lebensberaterin wärst? Ich muss dir darauf eigentlich sagen, ich lebe meinen Traum. Ich wäre nicht gerne etwas anderes. Ich bin da, wo ich hingehöre. Okay. Ja. Also auch wenn man jetzt so machen würde und man würde sagen, du könntest als Sängerin, als Schauspielerin, als irgendwie... Nein, würde ich nicht wollen. Würde ich gut. Gibt es aber trotzdem etwas, was du, wir reden ja über Schönheit, über Beauty, was du gerne ändern möchtest, vielleicht an dir oder vielleicht auch an deinem Leben? An meinem Leben an sich nein. Mein Leben ist eigentlich gut so, wie das es ist. Und ich selber, ich bin so ein Chamäleon, alle paar Jahre verändere ich mal die Haarfarbe. Ja, auch wieder die neue Frisur. Das, also ja, ein genau, bisschen kürzer also, steht ja aber sehr gut, genau, finde ich. Also immer wieder was Neues, ja, ganz spontan. Wenn du auf dein Handy schaust, gibt es da etwas, worauf du am meisten schaust? Also hast du so Lieblings-Apps oder so Lieblings-Internetseiten? Nee, bin jetzt ich... Jetzt sag nicht Questico. Bin ich nicht so dafür. Also ich gucke auf dem Handy wirklich nur die E-Mails, WhatsApp, Facebook. Das war's. Ah, okay. Ich bin ganz altmodisch in diesem Ding. Und bist du gar nicht so ein Social-Media-Mensch, der schon auch ab und zu mal guckt, was passiert? Doch, das mache ich schon, aber ich hänge jetzt nicht nonstop vom Handy, sondern vielleicht eine halbe Stunde am Tag, also mehr ist das nicht. Ah, nein. Okay. Lieblingsgarderobe? Am liebsten schwarz, blau, deckende Farben, ja. Also so, wie du heute genau. Im Endeffekt bei uns bist. Wenn ein... Wenn man dein Leben verfilmen würde, gibt es eine Schauspielerin, die du dir wünschen würdest, dass sie deine Rolle übernimmt? Christina Aguilera mit schwarzen Haaren. Ah, okay. Also bist du großer Fan von ihr, ja? Ich mag sie sehr gerne, ja. Okay. Wofür würdest du nachts aufstehen? Für jeden Notfall meiner Familie, meinen Freundeskreis, für jeden, der mir nahe steht. Welche Fragen interessieren dich am meisten bei anderen? Wer bist du wirklich? Aber die ist schwer zu beantworten. Ja, aber man kann Fangfragen stellen, sodass man wirklich herausfindet, wer wirklich jemand ist. Ne? Gerade wenn man sich ganz neu kennenlernt. Jeder trägt eine Maske. Ich mag das nicht. Ich möchte wissen, mit wem habe ich es wirklich zu tun? Ich mag Offenheit, Ehrlichkeit. Mhm. Gibt es ein perfektes Alter? Nein. Also wie alt wärst du quasi für immer gerne? Mitte 30. Was fällt dir an anderen als allererstes auf? Die Augen. Was magst du am liebsten an dir? Meine Augen. Was magst du am wenigsten? Am wenigsten an mir? Oh, schwierige Frage. Mückenstiche. Gibt es etwas, was dich langweilt? Und jetzt sag nicht das Nachgefragt-Spiel hier. Langweilen tun mich eigentlich nur unehrliche Menschen, wenn ich dazuhören muss. Wie im Freundeskreis. Oftmals spielt man eine Show und ich mag da einfach nicht zuhören. Das langweilt mich zum Beispiel. Gibt es etwas, wovor du Angst hast, es aber tun würdest, wenn du keine Angst hättest? Spinnen töten. Nein, sag nicht Spinnen töten. Nein. Doch.
Nein, sowas macht man nicht. Ich bin da ganz ehrlich, ich habe panische Angst vor Spinnen. Aber die muss man doch nicht töten. Man muss die Spinne dann einfach in so ein Glas nehmen und die dann rausbringen. Kann ich nicht. Aber das muss man lernen. Wirklich, ja. Ich konnte das auch nicht und ich würde es bei einer Tarantel vielleicht auch nicht tun, aber die würde ich auch nicht töten können, wirklich. Also, weglaufen. Das würde dann auch also meine Füße nehmen und wirklich ganz, ganz weit weglaufen. In der Gesellschaft bist du eher introvertiert oder extrovertiert? Ich würde sagen, einfach offen, ich selbst extrovertiert. Ja. Heute um 17 Uhr freust du dich darauf, dass du noch mal bei AstroTV ja, zu sehen sein wirst? Natürlich, ich finde das toll. Eine schöne Abschlussfrage. Ich freue mich auch, wenn du da bist. Du bleibst noch bis wann in bis Berlin? Bis Samstag. Bis Samstag. Also auch bis Samstag kann man Jessica Schweinsberg-Klare treffen. Und wer mehr Informationen natürlich auch wie immer haben möchte, findet dich auch bei Questico. Also selbst wenn du nicht bei AstroTV zu sehen bist, kann man dich natürlich auch dort erreichen. Vielen herzlichen Dank für den Gerne. Besuch. Jetzt geht's weiter mit einem Schönheitsprodukt, das wir Ihnen nach Hause schicken wollen, nämlich von Eleva. Das ist ein südafrikanisches Schönheitsprodukt, das aber eben nicht nur die äußerliche, sondern auch die innerliche Schönheit unterstützen soll. Genau, so sieht's aus. Das schöne Produkt von Eleva, das ist ein schönes Beauty-Produkt und wenn Sie dieses Beauty-Produkt gewinnen wollen, dann machen Sie am besten mit bei unserer Verlosung. Bis 11 Uhr können Sie mitmachen. Und die Frage, die Sie heute beantworten müssen, ist, was macht denn eigentlich die Carmen Meyer beruflich? Ist sie A, die Fanbeauftragte vom FC Bayern München oder B, eine Maskenbildnerin? Die Telefonnummern sind bekannt aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 50 Cent. Mobil kann es auch etwas teurer werden. 18 Jahre sollten Sie sein und alles nochmal nachzulesen unter www.astrotv.de. Und könnt ihr mir bitte die Uhr im Studio stellen, weil ich habe gar keine Zeit und ich will ja auch pünktlich mich verabschieden, damit um 11 Uhr pünktlich die Sabine Lorenz wieder on air sein kann. Wow! Wow! Also man sieht das schon. Wie können wir es denn jetzt zeigen, dass man das vorher nachher quasi sieht? White Thing würde ich da sagen. Genau, komm, stell dich mal hin. Anke in die Mitte. Und wir gucken mal, wir haben ja das Bild vorher und das Bild nachher, damit wir schon mal den Unterschied sehen. So. Nicht mich zeigen? Ja, das ist ein Riesenunterschied. Da sieht man also wirklich eine Veränderung noch und nöcher. Da hätte ich aber gesagt, vorher war besser als nachher. Aber jetzt, ja, also da sieht man schon, dass du jetzt ein komplett anderer Typ bist. Also wie hast du selber gedacht, dass du so ein Typ bist? Also in mir gespürt habe ich das schon. Also ich bin, also ich habe eigentlich auch dieses Jahr gesagt, ich will so mehr in meine Weiblichkeit. Ne? Ich war lange so dieses praktisch veranlagt und ich wollte aber mehr das Weiche auch noch dazu haben. Carmen, Respekt, das hast du gut gemacht, das muss man wirklich sagen. Aber Dankeschön. Es ist wahrscheinlich auch so, dass wir ja schon auch diese Vorher-Nachher-Sendungen kennen. Das heißt wirklich, dass meine ich jetzt überhaupt gar nicht für dich, aber wir kennen diese Sendungen vom hässlichen Entlein zum schillernden Schwan plötzlich wirklich zu werden und zu sehen, wie die Frauen sich dann doch auch zeigen, wie ja sich selbst auch der Gang verändert. Denn die gebückte Haltung, mit der man vielleicht davor aufgetreten ist, die verliert man. Absolut, ja, die ganze Haltung, die Haltung im Innen sowie im Außen verändert sich natürlich. Und Anke, als ich sie kennengelernt habe, da habe ich gedacht so, tolle Frau, aber sie versteckt sich. Sie ist eine ganz feinsinnige, kreative Frau und ich mochte so ein bisschen so diesen urbanen Anteil in ihrem Stil. Das passt auch so, dieses Berlin-Style. Und aber so dieses Frau-Sein, dieses sich zeigen wollen und Bock drauf zu haben, sich zu zeigen, das hat so ein bisschen gefehlt. Und ja, jetzt kommt sie, sie guckt sie an, sie strahlt jetzt. Und deswegen haben wir auch ein besonders feminines Outfit ausgesucht, das aber immer noch so ein bisschen unkonventionell ist, weil sie ist unkonventionell und das soll auch in ihrem Stil Ausdruck finden. Auf jeden Fall. Muss man dann seinen kompletten Kleiderschrank quasi ausmisten? Also wie hast du dann dein Leben quasi verändert?
Also man muss den nicht komplett ausmisten, aber es ist schon so durch den Prozess, dass ich teilweise dachte, so jetzt mal alles raus und wieder neu rein, aber ich glaube, man guckt dann einfach anders und genauer hin und sortiert und nimmt Sachen raus, behält Sachen, wo man ja auch einfach weiß, das passt, ist genau meins und dann kommen halt auch sicher neue dazu. Und hilfst du da auch? Also du hast ja vorhin auch gesagt, Kleiderschrank wird natürlich auch wirklich genau angeguckt. Das heißt, dass man eben auch Outfits nicht wegwerfen muss. Aber dass es eben eine Frage der Kombination vielleicht auch des Accessoires ist. Absolut. Alles das, was Anke anhat jetzt hier, haben wir in ihrem Kleiderschrank gefunden. Ach, okay. Ja. Das ist nichts neu gekauft, nein, sondern du hattest das, aber ja, hättest es nie in dieser Kombi wahrscheinlich getragen. Richtig, genau. Richtig. Wir haben das einfach neu kombiniert. Das ist der Trick dabei. Nicht alles rausschmeißen und Neues einkaufen, sondern schauen, was für neue, coole Kombinationen, die zum Typen passen, jetzt auf einmal möglich sind. Weil intuitiv haben wir doch schon vieles Richtiges im Kleiderschrank. Mhm. Und farblich gesehen hat sie auch viele kühle Farben tatsächlich auch schon gehabt. Und wichtig ist immer die Farbe, die unmittelbar zum Gesicht steht. Alles andere ist frei und offen. Da lassen sich einfach Dinge und Kombinationen finden, auf die man alleine nicht kommt. Und wenn dann was fehlt, kann man immer noch mal gemeinsam shoppen gehen oder noch mal sagen, okay, jetzt gönne ich mir mal so richtig, jetzt feiere ich mir eine Frau absolut vollkommen. Also, absolut. Ne? Also es ist die Garderobe, aber es ist natürlich auch das richtige Make-up. Und auch da gibst du natürlich schon auch viele, viele Tipps. Das heißt, für viele ist es ja der große Traum von der Maskenbildnerin, jeden Tag geschminkt zu werden. Aber das können wir natürlich nicht alle bekommen. Und deswegen hast du da wahrscheinlich auch den ein oder anderen tollen Ansatz von Carmen bekommen, ja, oder? Ja, absolut. Also durch diese Farbanalyse, es ist man halt viel sicherer, weil welche Farben passen jetzt wirklich zu mir, was sind meine Farben. Und ich glaube auch, und das hat ja jeder von uns auch mitbekommen, durch diese Anleitung der Profis, die wir ja bei AstroTV auch bekommen haben, haben auch viele unserer AstroTV-Berater so diesen gewissen Kick bekommen, zu sagen, jetzt weiß ich wenigstens, wie das richtige Augen-Make-up funktioniert. Das heißt, einmal wirklich gezeigt und man kann es dann zu Hause recht schnell auch nachmachen, oder? Richtig. Und man greift auch immer wieder in die richtige Kiste. Wenn ich weiß, welche Farben, welche Proportionen ich habe, bei Anke wussten wir zum Beispiel, sie hat etwas kürzere Beine als Oberkörper und den haben wir jetzt erstmal gestreckt mit dem Rock, den Oberkörper. Proportionen, ja, genau, das spielt ja auch noch die große Rolle. Ja, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Das ist nur ein Ding. Und, natürlich, dass man einige Sachen besser kaschieren kann, andere natürlich hervorholen kann, aber auch das spielt eine große Rolle, die Dinge, die man auch wirklich zeigen möchte, zu betonen. Ne? Konzentration auf die Vorzüge. Mhm. Und den Blick wegnehmen von dem dicken Hintern, dem Bauch, der stört, der Orangenhaut, was auch immer Frau im Fokus hat, wenn sie im Spiegel vorbeigeht. Blick weg. Und das annehmen. Ja. Denn es hat eben was, und das haben wir ja gleich zu Beginn gesagt, und deswegen fand ich das ganz schön, und es gibt vielleicht der einen oder anderen Frau jetzt auch den Mut, mal umzudenken. Es hat nicht nur was mit der äußerlichen Schönheit, sondern eben auch mit der innerlichen Schönheit zu tun. Und natürlich hängt das zusammen, und du bist das beste Beispiel dafür, dass du dich auch schon davor, also im Vorherbild heute, wohlgefühlt hast, weil du wusstest, was gleich passiert, oder? Ja. Mehr Informationen zu Carmen, zu ihrer Arbeit bekommt man natürlich auch über uns. Wir sind ja verbunden und connected. Also wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns ganz gerne an. Ansonsten gucken Sie bei Facebook gerne auch nochmal vorbei. Da geben wir die Infos natürlich auch weiter. Das war sehr schön. Hast du toll gemacht. Also auch vor der Kamera ist unsere Carmen absolut präsent. Ja, man muss nicht immer nur hinter der Kamera stehen. Ja, das ist tatsächlich Premiere, mal so vor die Kamera zu gehen. Hast du wunderbar gemacht, und ich hoffe, wir sehen uns nicht zum letzten Mal vor der Kamera. Ich würde mich sehr freuen. Jetzt gucken wir nochmal auf den Spruch des Tages, was der uns zu sagen hat. Wie nennt man nochmal Männer, die glauben, Frauen gehören in die Küche? Ach ja, Single. Ich nehme an, die Petra ist die Zeitschrift Petra, die das wahrscheinlich gesagt hat, oder? Oder ist es irgendeine Petra, die es gesagt hat? Na, egal, auf jeden Fall hat sie recht, die Petra. Das war's für heute. Vielen herzlichen Dank. Schön, dass ihr da gewesen seid. Jetzt im Anschluss, wie gesagt, ich sag's nochmal dazu, Sabine Lorenz mit ihrem Live-Shop. Also bleiben Sie ruhig bei uns im Programm. Wir sehen uns morgen um 10 wieder. Ich würde mich freuen, bis dahin. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss und Servus. Aber wirklich, es sieht richtig, richtig fein und schick aus. Und natürlich auch